Von Melbourne nach Melbourne fliegt man 8 Stunden. Interessante Sache heute. Dann Hilton Honors. Neues Angebot, wenn man dem Hilton Honors beitritt. Dann gibt es eine Fast-Track-Option für Accor. Wir haben heute auch im Programm eine Schießerei. Das nur ein kleiner Ausschnitt. Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Folge natürlich wie immer für euch viele Themen zu mehr Meilen, mehr Punkten und auch mehr Status und aus der Aviation viele News. Denkt dran, ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren oder eine Kanalmitgliedschaft. Das erste Thema ist in 8 Stunden von Melbourne nach Melbourne. Die Passagiere, die bei Jetstar kurz vor Silvester unterwegs waren, mussten quasi auch wieder zurückfliegen. Mallorca kennen wir alle. Wir fliegen ja auch als Deutsche sehr gerne nach Mallorca. Der Australier hat Bali als sein Mallorca auserkoren. Und deshalb ist es auch, glaube ich, das zweitbeliebteste Land, wo man hinfliegt, oder Destination, wo man hinfliegt. Am 27. Dezember ging es los und man flog dann mit der australischen Fluggesellschaft Jetstar, das ist die Low-Cost-Variante, da dann nach Bali, um den Jahreswechsel gebührend zu feiern. Vor dem Abflug vom Flug, das war übrigens JQ35 von Melbourne nach Denpasar, gab es einige Challenges. Naja gut, die 787-8 ist keine Challenge. Die Registrierung mit der Victor Hotel Victor Kilo Echo hat dann endlich um 23.14 Uhr abgehoben. 5 Stunden Verspätung gab es und 35 Minuten vor Bali, also vor der Landung, machten die einfach einen U-Turn. Ich zeige es euch auf der Karte. Ja, dann ging es wieder auf den Rückweg. Nach rund 8 Stunden Flugzeit landete dann wieder da, wo man auch abgeflogen ist, in Melbourne. Einmal quer durch den Kontinent durch, wie ihr gesehen habt. Problem war gar kein technischer Defekt, weil dann wäre ja zum Beispiel Denpasar kürzer gewesen, sondern eine Kommunikation, die zu einem Fehler geführt hat. Und zwar, die hieß, wir haben den gestrigen Flug von Melbourne nach Bali auf eine größere 787 umgestellt, um während der Feiertage mehr Kunden zu befördern. Normalerweise sind da ja 321er drauf eingesetzt. Das Thema ist aber, dass die indonesische Aufsichtsbehörde nicht über den Flugzeugwechsel informiert worden ist und damit gesagt hat, nö, da gibt es keine Landegenehmigung für diese Großraumflugzeuge. Gab es da nicht mal was bei Eurowings, glaube ich, so ähnlich, dass die da irgendwie, ne? Naja, auf jeden Fall, wenn ich ein Passagier gewesen wäre, ich hätte mal geflissentlich relativ schön abgekotzt. Aber ihr seht, wie viel Sprit an Bord der Maschine war und die Kunden natürlich gesagt haben, dass das relativ dumm war und die schlechteste Airline der Welt. Gut, die sind nicht die einzigen, denen sowas passiert ist, wie ich ja eben schon sagte, aber ja, die Mutter Qantas, die hat natürlich auch solche Sachen nicht gerne gesehen. Es gibt natürlich ein Happy End, das ist so, man hat die Kosten für das Hotel sowie die Transportkosten übernommen und man bekommt einen, ja, einen Voucher über 200 australische Dollar, Aussie-Dollar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da betroffen gewesen wäre, so gerne ich 787 fliege oder grundsätzlich fliege, schwierig. Da könnt ihr unten einmal kommentieren, das wäre spannend. Damit haben wir auch schon die Frage des Tages. Denkt einfach dran, die Frage des Tages zu beantworten. Und die Frage ist, habt ihr schon mal solche Sachen erlebt, wo ihr euch einfach an den Kopf fasst und sagt, was ist das denn bei der Fluggesellschaft? Die kamen dann irgendwie einen an der Marmel. Also das kann ja wohl gar nicht sein. Da freue ich mich auf eure Kommentare. Was auch nicht sein kann, sagt die FAA, und zwar, dass bei der A220er von Boeing ein Software-Update durchgeführt werden muss. Denn bei den Airbus gab es ja das Problem, also bei den 220ern, dass die Pratt & Whitney-Triebwerke nicht nur schwierig sind mit der Ersatzteilbeschaffung, sondern dass direkt nach der Landung beide Triebwerke sich selbst abschalten. Die Luftaufsichtsbehörde in den USA, FAA, schreibt im Update nun zwingend vor, dass
da das geändert werden muss. In Kopenhagen zum Beispiel 2021 am 11. Juli ist der Flug von Air Baltic, also das war die Flugnummer 139, von Riga in der Hauptstadt direkt nach dem Aufsetzen, die Triebwerke sind dann abgeschaltet worden. Das war die Maschine Alpha Alpha Quebec. Und was willst du dann machen, wenn die Triebwerke abgeschaltet sind? Dann musst du halt einen Pusher bzw. einen Puller besorgen. Und man wollte dann geschleppt werden, weil man da dann nicht weiterkam. Was eigentlich lustig klingt, ist gar nicht mal so ganz lustig, weil die ungesteuerte Abschaltung bei der Triebwerke bei der Landung natürlich damit zu einhergehenden Problemen kommt. Was passiert nämlich ist, dass die Hydraulik nicht mehr funktioniert, aber auch natürlich keine Leistung. Am Boden ist das alles easy peasy, dann stehst du halt da, aber wenn man das in der Luft hat, dass die automatische Schubhebelung die Leistung erhöht, um die Geschwindigkeit zu halten, aber danach die Triebwerke in Leerlauf gehen, das ist natürlich ein Problem, was die Piloten auch haben. Und dieser Widerspruch zwischen dem tatsächlich eingeschalteten Schub irritiert die Systeme, dass also das TCM, das ist das Thrust Control Management, da zu dieser Maßnahme greift. Das Software-Update soll dieses Problem lösen. Sobald die Räder aufgesetzt haben, soll das Programm die Triebwerke, auch geil, Räder abschalten, weg. Also die Triebwerke natürlich automatisch abgeschaltet haben und das Update der Software soll diese falsche Logik dann beheben. Spannende Geschichte. Dann, jetzt kommt ein Thema, da möchte ich euch erstmal zum Video einladen. Schaut euch's an und immer schön gut hinhören. In Mexiko gibt es ein Drogenkartell und das nennt sich Sinaloa-Kartell. Und die waren ja auch irgendwie mal beteiligt bei irgendeinem Hyatt-Hotel, wo es eine Schießerei gab und Hyatt dann die Leute kompensiert hat. Aber sie sind auch der Betreiber der größten Fluggesellschaft. Ja, ganz genau, festhalten. Es gibt mehr als 4729 geheime Landeplätze. Und die haben 586 Flugzeuge und 13 Helikopter, also von dem größten mexikanischen Drogenkartell, alleine sichergestellt. Und jetzt hörtet ihr natürlich die Schüsse. Und das ist ja das, was mich auch irritiert hat, während die Bilder weiterlaufen. Dass man bei der Festnahme der Schlüsselfigur, und das ist der Sohn des inhaftierten Drogenbosses, ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen El Chapo, sein ganzer Name ist Joaquin El Chapo Guzman. Sein Sohn heißt übrigens Ovidio Guzman. Den hat man halt am 5. Januar festgenommen in Culiacán. Ist er im Knast. Und die Reisenden, die auch im Video gesehen haben, an Bord der Embraer 190, haben sich natürlich geduckt, weil sie das Ganze mitbekommen haben. Man hat das Flugzeug, die Embraer, beschleunigt von Aeromexico, wollte starten. Der Flug AM165 befand sich also im Start-up. Und dann während der Beschleunigung gab es ganz, ganz nahe Schüsse. Und alle haben sich auf den Boden geworfen. Das Flugzeug ist auch getroffen worden. Hat mittlerweile auch erklärt, dass an Bord des beschossenen Fliegers Gott sei Dank keiner verletzt worden ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, da auf den Flughafen willst du dann auch nicht mehr hin. Deshalb ist Culiacán im Moment auch geschlossen. Das ist die Heimat des Drogenkartells, des Sinaloa-Kartells. Denn die Festnahme hat dort zu Problemen geführt. Es gab Unruhen, weil davon leben ganz viele Menschen. Das ist einfach so. Sie sind ein großer Arbeitgeber. Die Regierung forderte die Bürger auf, geht nach Hause, kommt nicht zur Arbeit, bleibt da, wo ihr seid und besser ist es. Die Verhaftung hatte natürlich auch einen Sinn. Warum? Weil natürlich Joe Biden aus Amerika dorthin will und den Präsidenten besucht. Und deshalb will man auch zeigen, wenn man Ovidio Guzman festgenommen hat, dass man ihn auch wie sein Vater, der ja eine Schlüsselfigur des Drogenhandels ist, der gerade auch in den USA ist, ist das so, dass die Drug Enforcement Agency,
da seit 2018 natürlich ihn gesucht. Und weil sie ihn dafür verantwortlich machen, dass diese Drogen zu sehr vielen Drogenfällen, zu Todesfällen leider führen. Und deshalb hat man ihn dann dingfest gemacht, um es wahrscheinlich so symbolisch zu machen. Und die Todesfälle kommen natürlich durch das Fentanyl. Und USA haben Kopfgeld von 5 Millionen ausgesetzt für die Verhaftung oder aber zumindest für Informationen, die zur Verhaftung führen. Die Mexikaner wollen natürlich nicht die 5 Millionen sein, wollen einfach nur zeigen, wir kämpfen gegen die Drogen. Da bist du an Bord eines Flugzeugs, denkst nicht an nichts Böses und dann fällt dir alles um die Ohren. Fand ich krass. Könnt ihr auch gerne kommentieren, ob ihr vielleicht sowas gehabt habt. Lässt mich übrigens erinnern an Kairo, an Beirut, wo ja auch, acht Flugzeuge pro Jahr beschossen werden. Also unglaublich. Wobei das ja kein direkter Beschuss ist in Beirut, sondern diese Hochzeitsgeschichten. Dann gibt es noch einen geilen Deal, und zwar ein Abo. 6030 Payback-Punkte. Heißt, das sind natürlich 6030 Miles and More Meilen. Wenn ihr natürlich wartet, bis es wieder eine 25% Aktion sind, sind es sogar noch etwas mehr für 46,80 Euro. Jetzt müsst ihr natürlich direkt schnell sein, denn das Grazia-Abo mit dieser Ratio ist relativ wahrscheinlich schnell vergessen. Vergriffen. Vergessen wahrscheinlich auch. So, dann geht einfach hin, holt euch das Angebot und dann gibt es sogar 7537 Meilen mit den 25%. Wenn ihr wartet, das Angebot mit den 25% bei Miles & More gibt es natürlich immer im Regelfall zwischen Juni, Juli und dann natürlich im Dezember. Das sind so die Termine, wo die Punkte kommen. Diese Punkte für das Grazia Magazin, die sind relativ schnell gut geschrieben, dauert 2 Tage. Oder 48 Stunden. Wir alle freuen uns immer wieder über Fast-Track-Offers. Und da gibt es von Arcor die alte Promotion. Wer sie schon kennt, wird sich erinnern. Sprint to Silver, Go for Gold, Progress to Platinum. Diese Promotion kommt zurück in 2023. Arcor Life Limited hat diese ganze Promotion nochmal neu aufgesetzt. Und zwar ist das so. Bei dieser Promotion gibt es 5, 7 oder 10 Freinacht, also Status-Freinächte. Heißt also, wenn ihr für diese Promotion euch anmeldet bis zum 30. Juni und mindestens einmal da übernachtet, dann habt ihr diese Elite-Nächte für euer Konto gut geschrieben. Und dieses Fast-Track-Offer ist natürlich relativ geil. Wichtig ist, dass ihr wissen solltet, dass dieses Angebot nur für die Klassik, also das heißt für den, der keinen Status hat, oder aber für die Silber- und Goldmitglieder geht. Platin oder höher sind nicht für diese Promotion eligible. Bei den Klassik-Mitgliedern braucht ihr 5, bei den Silbermitgliedern 7 und für die Gold sind es 10 Nächte. Diese Fast-Track-Offer Angebote sind dafür da, dass man natürlich Arcor kennenlernt. Und dieses ist einfach ein Angebot der Flight Center Travel Group. Das ist eine große Reiseagentur in Australien. Aber wie immer bei solchen Promotions gibt es manchmal Loopholes. Und hier ist eine Loophole, denn die Loophole ist, ihr solltet einfach mal gucken, ob es bei euch auch geht. Weil wir haben festgestellt, bei einigen Kunden ging es, dass man sich dafür anmelden konnte. Aber wichtig ist, ihr dürft keine Platin-Mitglieder sein, weil für die gilt es leider nicht. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute eine aufgenommene Folge. Heute wird sie auch wieder ganz, ganz pünktlich um 19 Uhr deutscher Zeit scharf geschaltet. Gestern war ich im Flieger, bin da stecken geblieben. Wir hatten eine Verspätung, konnte das dann nicht umswitchen. Kanalmitglieder hatten es ja schon vorher gesehen. Dafür danke euch, dass ihr Kanalmitglieder seid. An euch nochmal da draußen, die ihr schaut. Auch danke, dass ihr schaut. Aber denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Aber auch ganz wichtig, zu kommentieren. Die Frage des Tages nicht zu vergessen. Und was ihr auch immer wieder beachten solltet, Kanalmitgliedschaft, um diesen Kanal weiter zu unterstützen. Die letzte Eigenwerbung, die jetzt kommt, ist der Stammtisch in Zürich. Ich selber bin schon ab 10 Uhr morgens in Zürich vor Ort. Wir können uns da persönlich treffen, wenn ihr wollt. Schreibt mich an, wir können einen Termin vereinbaren für ein Privat-Consulting. Hab allerdings schon einen Termin fix, deshalb müssen wir mal gucken, wie wir das
hinkriegen. Kommt hin, es wird spannend, es wird interessant. Danke, dass ihr da wart und ja, bis zum nächsten Mal.